Dhanantarasana. Eine fortgeschrittene Stellung, welche die Energie von Muladhara und Svadhisthana Chakra harmonisieren soll. Raffaella zeigt, wie es geht. Bringe die Fußsohlen zusammen und dann setze dich so auf die Füße, dass du auf den Fußkanten bist. Dabei sind die Fußkanten unter dem Perineum. Auf diese Weise werden Muladhara und Svadhisthana Chakra aktiviert, harmonisiert und Apana Vayu in Ojas verwandelt. Du gibst dann noch die Hände auf die Knie, Handflächen nach oben in Chin Mudra und du kannst entweder zum Punkt zwischen Augenbrauen schauen, das hilft dir, das Bewusstsein zu heben und zu öffnen, oder du schaust zur Nasenspitze hin, was mehr für geistige Ruhe sorgt. Woher der Name Dhanantara kommt, ist nicht ganz klar. Dhana heißt so etwas wie Vermögen, Gut und Besitz. Und was aber Dhanantara heißt, ist nicht klar. Was aber klar ist, dass es gut ist, die Energie nach oben zu ziehen und das dritte Auge zu aktivieren. Mehr Informationen über Dhanantara Asana und viele anderen findest du auf wiki.yoga-vidya.de.